Freunde, ich habe den Beweis. Nein, ganz so drastisch ist es tatsächlich nicht, aber in den letzten Tagen, es ist ja wieder mal soweit, ne? Zecken und so weiter, wir haben alle unsere Liebe, Mühe und Not damit, vor allem wenn wir halt eben Hunde haben, mit denen wir schön viel draußen spazieren gehen, ist das natürlich eine Thematik. Und ich bin natürlich auch mal wieder auf meinem geliebten Facebook unterwegs gewesen. Ab und zu steppe ich da mal durch die unterschiedlichen Gruppen. Und gerade jetzt wird das Thema Zecken dort natürlich auch sehr thematisiert. Und ich finde die Aussagen immer sehr spannend, weil es gibt immer die Leute, die so voll pro Chemie sind, die ihren Hunden Bravecto und NexGard geben. Und es gibt immer die, die so voll pro Natur sind, also die halt eben auf Kokosöl und sonst sowas setzen und Bernstein-Halsbänder oder was es da sonst noch für Unsinn gibt. Und dann gibt es so ein paar, die so dazwischen unterwegs sind, die vielleicht sagen, ja, so ein Spot-on von außen mache ich vielleicht mal, damit ich einfach etwas habe, was ein bisschen besser wirkt, die aber vielleicht auch trotzdem immer noch auf Kokosöl und andere natürliche Mittel setzen. An der Stelle will ich kurz mal ganz kurz sagen, also so von diesen ganzen Bernstein-Halsbändern und so halte ich ja gar nichts. Aber ein Mittel wird ja auch immer wieder angepriesen und das ist das Kokosöl. Und da hatte ich letztens auch mal wieder eine interessante Unterhaltung oder eine interessante Diskussion mit einer anderen Facebook-Nutzerin, die halt eben auch geschrieben hat, dass es überhaupt gar keine Beweise dafür gibt, dass Kokosöl funktioniert. Also es gibt da keine Studien und das wäre absoluter Blödsinn. Und man liest ja auch immer häufig, dass es sogar Leute gibt, die sagen, eine Zecke interessiert sich überhaupt gar nicht für Kokosöl. Das ist ja völlig egal, die latscht da einfach drüber und will damit, das ist ja einfach egal. Ja, es gibt viele Leute, die sagen, ja, ich könnte mir das ja auf den Arm schmieren und die Zecke würde ja dann einfach drüber latschen. Und ehrlich gesagt hat mich das einfach mal interessiert. Das Ding ist, es gibt tatsächlich, so wie ich das in der Recherche herausgefunden habe, keine Studie, die wirklich komplett belegt, dass eine Zecke ein Problem mit Kokosöl hat. Es gibt eine Studie der Uni Berlin, die ist auch schon ein paar Jährchen alt, die herausgefunden hat, dass Zecken Laurinsäure nicht mögen. Nun ist es so, dass in Kokosöl Laurinsäure zu einem hohen Anteil drin ist. Dort wurde nun herausgefunden, also in dieser Studie, dass Zecken, da gab es eine 10%ige laurinhaltige Lösung und über 80% der Zecken wollten da nicht rübergehen. Das heißt, sie haben sich von diesem Laurin einfach sehr beeindruckt gezeigt. Sie mochten das nicht, wollten das nicht und sind halt eben einen anderen Weg gegangen. Und nun sagt man halt eben, ja, ein gutes Kokosöl enthält bis zu 60% Laurinsäure. Das heißt, an der Stelle hätte ein gutes Kokosöl sogar noch einen höheren Anteil von eben dieser Säure als jetzt diese Lösung, die diese Forscher da verwendet haben. Natürlich, die haben das aber nicht mit Kokosöl getestet und die haben das auch nicht mit Kokosöl auf einem menschlichen Arm getestet. An der Stelle haben dann diese Forscher gesagt, dass wenn man, und ich zeige es euch mal kurz, man hier ein Kokosöl nimmt, das auch naturbelassen ist, das ist ganz wichtig, kaltgepresstes, naturbelassenes, ohne Chemie irgendwie zugesetztes Kokosöl nimmt, dann enthält das ausreichend Laurinsäure, um auch abschreckend auf Zecken zu wirken. Könnte man also nun denken, gute Sache, dann schmiert man sich einfach schön mit Kokosöl ein und dann hat sich die Sache gegessen. Und ich wollte das tatsächlich mal ausprobieren. Ja, ich habe es nicht auf meinen Arm geschmiert, ich habe jetzt hier zwei Videos gemacht. Ein kleiner Test. Wir haben hier eine Zecke, ich habe hier Kokosöl. Und schmier das da mal ein bisschen hin. Da, sie zögert. Und sie weicht aus. Sie weicht dem Zecken, dem Zeugs aus. Hier wieder. Zack, sie geht zurück. Und weicht dem Zeug aus. Hier, kaltgepresstes Kokosöl. Zecke hat keinen Bock drauf. Und auf diesen Videos kann man gut erkennen, wie die Zecken dem Kokosöl ausweichen. Ich habe das auf einem Teller gemacht, ich wollte mir die Zecke nicht auf den Arm setzen, was hauptsächlich auch daran liegt, dass ich Angst hatte, dass sie dann vielleicht auch runterfällt und dann liegt sie hier und dann finde ich sie nicht wieder. Deswegen habe ich gesagt, okay, ich mache das auf einem Teller und dort kann ich das auch einfach ein bisschen besser filmen. Dort kann ich dann da schön das Kokosöl draufschmieren und habe das einfach mal ausprobiert. Ich habe das mit zwei verschiedenen Zecken an zwei unterschiedlichen Tagen gemacht. Es war mir sehr wichtig, dass es tatsächlich auch zwei verschiedene Zecken sind, zwei verschiedene Arten, weil man sich auch sagen könnte, okay, das ist jetzt nur die eine Art, aber es sind tatsächlich zwei verschiedene Arten von Zecken gewesen und ja, es sind nur zwei Zecken. Ja, ich bin jetzt nicht losgezogen und habe mir irgendwie hunderttausende von Zecken gesucht und das mit all diesen Zecken gemacht. Ich bin ja auch keine Wissenschaftlerin, keine Forscherin, aber mich hat das einfach mal interessiert, ob denn diese Aussage stimmt, dass sich eine Zecke 0,0 für Kokosöl interessieren würde. Und man sieht
in diesen Videos ja eindeutig, dass diese Zecken dem Kokosöl ausweichen. Sie merken das und sind direkt so, das gefällt mir gar nicht, weichen aus, gehen sogar zurück und suchen sich einen anderen Weg. Das heißt, sie sind durchaus von Kokosöl beeindruckt. Es ist nichts, wo sie sagen, hey, das ist mir völlig egal, ich latsche da einfach so drüber. Man hat bei diesen zwei Zecken auf jeden Fall gesehen, dass sie sich davon auf jeden Fall irgendwie beeinflusst gesehen haben. Wie gesagt, es sind nur zwei Zecken und man kann das jetzt vielleicht auch nicht auf jede einzelne Zecke übertragen. Und ich glaube auch, dass Zecken vielleicht auch ein bisschen unterschiedlich sind. Die einen das vielleicht so, die anderen das vielleicht so machen. Aber ich finde es trotzdem interessant, weil es doch ein bisschen diese Aussage widerlegt, dass sich Zecken grundsätzlich nicht dafür interessieren würden. Finde ich auf jeden Fall einen spannenden Punkt. Nun, würde ich deswegen sagen, dass Kokosöl das Wundermittel gegen Zecken ist? Natürlich nicht. Erst einmal, wie gesagt, sind Zecken auch nochmal unterschiedlich, ja. Es gibt bestimmt noch ein paar Zecken, die vielleicht doch mehr daran interessiert sind, sich einen schönen Schluck Blut zu genehmigen und dann vielleicht auch mal über die Tatsache hinwegsehen, dass dort etwas ist, das sie vielleicht nicht mögen. An dieser Stelle will ich auch noch mal eine Sache sagen, und zwar Zecken haben grundsätzlich keinen Geruchssinn, das heißt, sie riechen Substanzen oder sowas nicht, sondern sie nehmen, ich glaube, Hallersche Organe oder sowas heißt das, die nehmen gewisse Substanzen wahr, nicht alle. Ich glaube, es sind insgesamt 4 Substanzen, die Zecken wahrnehmen, und offensichtlich gehört Laurinsäure mit dazu. Da scheint wohl auch etwas irgendwie mit drin zu sein, was Zecken wahrnehmen und halt eben nicht mögen. Deswegen ist natürlich jetzt Kokosöl nicht das Allerheilwundermittel. Meiner Meinung nach ist es einfach eine gute, natürliche Alternative zu diesen ganzen chemischen Sachen. Warum? Weil natürlich die Zecke, die springt trotzdem auf den Hund, beziehungsweise die springt ja nicht. Also der Hund rennt durchs Gras, die Zecke hockt da und sie wird vermutlich trotzdem bei dem Hund sich festkrallen. Aber die hängt sich dann einfach dran an den Hund und denkt, hey, hier könnte ich mir mal lecker ein bisschen Blut gönnen. Das heißt, man hält Zecken vermutlich mit Kokosöl nicht davon ab, sich auf den Hund zu begeben. Meiner Meinung nach kann es aber durchaus dabei helfen, dass entweder die Zecke nicht andockt und vielleicht bei der nächsten Gelegenheit auch vom Hund wieder ablässt und sagt, hey, ich suche mir ein anderes Opfer, weil hier gefällt mir das alles nicht. Oder sie halt eben einfach eine ganze Weile auf dem Hund rumkrabbelt und sich denkt, hey, das taugt mir hier alles nicht, und den Hund deswegen nicht beißt, was uns als Menschen wieder die Möglichkeit gibt, die Zecke abzuzupfen, zu zerstören, zu vernichten, keine Ahnung, was ihr halt eben mit Zecken so macht. Und das sind doch zwei wundervolle Sachen. Wie gesagt, ich glaube, dass es hauptsächlich dazu beitragen kann, dass die Zecke halt eben nicht so schnell andockt oder eventuell sogar gar nicht andockt. Und das ist ja auch ein bisschen das, was zum Beispiel so Spot-Ons hervorrufen. Also auch ein Spot-On hindert ja nicht unbedingt eine Zecke daran, auf den Hund zu laufen, sondern sie hindert die Zecke dann eher daran anzudocken, weil sie einfach merkt, okay, dieses ganze Milieu, das gefällt mir nicht, ich suche mir lieber was anderes. Und da denke ich, dass Kokosöl durchaus genauso hilfreich dabei sein kann. Natürlich müsste man dann seinen Hund aber trotzdem auch ordentlich einreiben an gewissen Stellen. Es gibt ja so ein paar Stellen, die mögen die Zecken ganz besonders. Also beim Hund oder beim Jenko ist es zumindest hier so in der Achsel- und Leistengegend, ein bisschen auch in der Kopfgegend. Das heißt, gerade an diesen Stellen oder auch, ich glaube, Nacken, Rutenansatz, das sind alles so ein bisschen Stellen, die Zecken eigentlich ganz gut finden. Das heißt, da müsste man den Hund rein theoretisch vermutlich sogar fast vor jedem Spaziergang so ein bisschen mit eincremen, um dann ja dafür zu sorgen, dass die Zecke sich einfach etwas länger auf dem Hund behält oder halt eben, wie gesagt, auch einfach mal sich wieder woanders hin bewegt und sich ein anderes Opfer sucht. Und deswegen glaube ich, dass dafür Kokosöl tatsächlich gut geeignet ist. Das befreit uns aber trotzdem nicht von der Verantwortung, den Hund regelmäßig abzusuchen und halt eben von diesen kleinen Plagegeistern zu befreien. Und trotzdem kann es natürlich trotzdem dann noch passieren, dass eine Zecke anbeißt und auch die dann von uns wieder entfernt werden muss. Ich fand es einfach nur mal ganz interessant, das einfach mal zu testen mit diesen zwei Zecken, die ich da von dem Jenko tatsächlich runtergeklaubt habe. Und ja, ihr könnt mir ja gerne mal eure Erfahrungen in die Kommentare schreiben oder was ihr davon haltet. Und ansonsten lasst gerne, wenn euch sowas weiter gefällt, einfach ein Abo mal da. Wir freuen uns darüber immer sehr. Und dann haltet die Ohren steif, die Nasen feucht, und wir sehen uns im nächsten Video.